Herr von Bohlen, ich freue mich, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und heute mit mir nochmal über das Thema Zukunft der Versorgung diskutieren und wir mal gemeinsam gucken, wo geht eigentlich der Weg hin, was sind die Perspektiven, was sind vielleicht auch Irrwege in der Entwicklung und mit wem könnte man da besser drüber reden als mit Ihnen, als einem herausragenden Unternehmer mit Ihrer Firma Molecular Health. Werden Sie ja demnächst auch gemeinsam mit uns als Erster auf den Markt gehen in einer völlig neuen, personalisierten Welt der onkologischen Behandlung. Ich bevorzuge den Begriff der Precision oder Präzisionsmedizin, weil eine gemachte Erfahrung, wenn Sie mit Ärzten über personalisierte Medizin reden, dann sind Sie eigentlich gleich schon mal in der Defensive, weil der Arzt, und ich verstehe das auch und verstehe das sogar sehr gut, sagt, ich mache ja personalisierte Medizin. Daher ist der Begriff schon mal nicht so günstig gewählt aus meiner Sicht. Präzisionsmedizin muss man natürlich auch definieren, dass man die molekularen Informationen einer Erkrankung oder eines Patienten nutzen kann. Da gibt es in der Biologie, sag mal, zwei ganz wichtige Moleküle, es gibt mehr, zwei ganz wichtige, das eine sind die Eiweiße und das andere sind die Gene. Die Gene tragen die Information von Generation zu Generation und nehmen jede Information in jede Zelle des Körpers mit, damit dann in dieser Körperzelle etwas gemacht werden kann. Aber was gemacht wird, das tun nicht die Gene, sondern das tun die Eiweiße. Und die Gene tragen lediglich den Code, wenn Sie so wollen, für das Eiweiß. Also derjenige, der die Arbeit macht, ist das Eiweiß, ist aber im Gen sozusagen abgespeichert und abgebildet. Das heißt, wenn man über Präzisionsmedizin redet, dann ist das Verstehen der Gene ein wichtiger erster Schritt. Aber es gibt 20.000 Gene, aber 500.000 Eiweiße. Um wirklich molekular profilieren zu können und verstehen zu können, wird man auch die Eiweißwelt eines Tages mit verstehen müssen. Für mich bedeutet das, dass in Ergänzung zu den bisherigen diagnostischen und therapeutischen Ansatz die molekularen Informationen, Patienteninformationen teilweise oder in Gänze mit hinzugezogen werden können und dadurch eine ganz neue, letztlich auch zusätzliche Informationsquelle für eine präzise Standortbestimmung einer Erkrankung, aber auch einer Therapiestrategie zu Rate gezogen werden kann. Im Sinne einer Hilfe, also so würde ich es immer verstehen. Genau. Also nicht im Sinne einer Entscheidung über die Entscheidung des Arztes hinweg oder des Patienten hinweg, sondern im Sinne einer Entscheidungshilfe im Therapieverlauf. Ganz genau. Man muss das so verstehen, molekulare Informationen sind erstmal schwer verständlich und zweitens sind es sehr viele. Die kann niemand, kein Arzt, nicht mal ein Wissenschaftler, kann die alle integrieren und interpretieren in der kurzen Zeit, die man hat für mit einem Patienten. Ich vergleiche das immer mit so einem GPS-System. Das GPS-System bekommt ja eigentlich Rohdaten von den Satelliten, die könnte ja auch keiner lesen. Und was man eigentlich bekommt, ist eine Art Integration dieser Daten und Interpretation. Was ich dann damit anfange als Pilot oder als Autofahrer oder als Hiker, das bleibt ja völlig mir überlassen, ob ich dann der netten Frauenstimme folge oder sage, nee, ich weiß es doch besser. Das finde ich total gut, dass Sie das so ansprechen, weil das Thema ist, was ja irgendwie am Ende, glaube ich, unsere Kunden auch immer in dem Thema emotional bewegt, die emotionale Schranke des einzelnen Patienten, sich aber darauf einzulassen, die muss aber irgendwie einmal genommen werden. Und da kommt man sehr schnell in das Thema, wie ist es denn mit der selbstbestimmten Therapieentscheidung auch des Patienten? Ja? Also was ich für unglaublich wichtig halte, ist, dass wir eine Diskussion darüber führen, wenn wir zukünftig zusätzliche genetische Informationen haben, die eine Therapieentscheidung oder eine Diagnoseentscheidung beeinflussen, dann ist ja die Frage, wie übersetze ich das für den Patienten so, dass er weiß, was diese Information gerade bedeutet und dass es eben unter Umständen kein hundertprozentig schwarz oder weiß gibt, sondern dass hier ein zusätzlicher Informationsfaktor ins Spiel kommt, der eine Entscheidung in eine Richtung lenken kann, der aber keinesfalls alleine steuernd in einer Entscheidung ist. Also die Präzisionsmedizin, um es auch mal deutlich zu sagen, wird den Arzt nicht ersetzen, sondern die Präzisionsmedizin führt dem Arzt eine Informationsmenge zu, verdichtet sie und konzentriert sie so, dass der Arzt sie im Dialog mit dem Patienten nutzen kann. Und das wird dem Arzt erlauben, natürlich neben der Erfahrung, die er hat mit der Erkrankung und auch mit Patienten, auch in eine Coach- und in eine Dialogrolle reinzurutschen. Nämlich, ich komme jetzt mal von der Onkologie, weil das ist der Bereich, in dem die Präzisionsmedizin begonnen
hat und wahrscheinlich im Augenblick auch am meisten Sinn macht. In anderen Bereichen macht es übrigens auch, aber Onkologie ist jetzt nun mal am weitesten. Und da wird es so sein, ist es heute zum Teil schon so, dass der Arzt sagt, also das ist im Prinzip Ihr Zustand. Und wir können jetzt hier 3, 4 verschiedene Strategien wählen. Die eine ist eine sehr harte, die eine höhere Aussicht hat, die Krankheit, ja, sage ich mal, wirklich auch zu beseitigen. Das geht mit schweren Nebenwirkungen einher und ist aber auch keine Garantie auf Erfolg. Wir haben eine andere, eine eher mildere Therapieform, die wird Ihnen wahrscheinlich Nebenwirkungen völlig ersparen, hat aber eine geringere Aussicht auf Erfolg. Ich würde das als Arzt wie folgt entscheiden, aber wie ist denn Ihre eigene Lebensplanung und was ist Ihnen denn wichtig? Und dann gucken wir, was am meisten Sinn macht. Und das führt zu einem neuen Dialogverständnis, wo der Patient 2 Dinge erkennen muss. Zum einen muss er natürlich Vertrauen gewinnen in diese Art der Information. Das ist schwierig, weil es ist schwer zu verstehende Informationen. Aber zum anderen muss er sich auch auf diesen Dialog einlassen wollen. Und das ist also nicht nur ein Arztthema, es ist auch ein Patiententhema. Und damit ist es am Ende eigentlich auch ein Kommunikationsthema der gesamten, sag ich mal, Community, inklusive natürlich auch der Erstatter. Wir reden doch am Ende mehr noch über eine Prozessinnovation als über eine medizinische Innovation aus meiner Wahrnehmung. Weil wir natürlich zusätzliche medizinische Informationen haben, die wir über die Diagnostik im genetischen Bereich zugänglich machen. Aber das ist aus meiner Sicht gar nicht der riesige Sprung. Also das Genom ist bekannt. Jede Veröffentlichung im Bereich der Onkologie beinhaltet auch genetische Faktoren, die mitbetrachtet worden sind. Das ist eigentlich eine Sammlung dessen, was da zur Verfügung steht. Die Innovation wird ja im Prozess des Therapieablaufes entstehen. Also sehe ich genauso. Und es hat noch einen anderen Aspekt, diese Prozessbetrachtung. Heute wird ja sehr schemenhaft in Leitlinien gedacht. Ja, und das sind so eine Raster, so eine Excel-Tabelle, die man so vor sich sieht. Also ich gehe so weit zu sagen, es wird in Zukunft nur noch sogenannte Orphan Diseases geben. Also das sieht man beim Lungenkrebs ja heute schon so. Ja? Und das wird andere Krebsarten genauso betreffen. Was heißt Orphan Diseases? Das sind seltene Erkrankungen. Jeder Krebs ist anders. Also das kann ich jetzt schon sagen. Keiner ist gleich. Und das hat natürlich nicht nur eine Auswirkung auf den Prozess der Diagnose- und Therapieempfehlung, sondern auch auf den Prozess der Erstattung. Ja. Weil dann werden ja auch ökonomische Entscheidungen, sage ich mal, mittelbar oder unmittelbar getroffen, die, sage ich mal, nach den klassischen Schemata gar nicht herleitbar oder ableitbar sind. Und das ist eine sehr spannende Frage, gar nicht mal nur an die Kassen, sondern auch an die Gesellschaft, weil die Frage ist natürlich, wer zahlt das wie, ja, und wie ist die Gesellschaft bereit, mit diesen am Ende, glaube ich, Vorteilen, aber letztlich für die Kassen auch immer schwerer, sage ich mal, vorhersehbaren Situationen, ja, umzugehen. Ja. Es geht um die Steigerung der Versorgungsqualität. Und das wird in der Folge wirtschaftlich positive Effekte haben. Das setzt aber voraus, und das ist die Diskussion, die meines Erachtens nicht abgeschlossen ist öffentlich und auch noch nicht abgeschlossen sein kann, aber die wir führen müssen, was sind die richtigen Anwendungsfelder? Also an welchen Stellen soll Präzisionsmedizin auf Basis von genetischen Analysen zum Einsatz kommen, weil es Sinn macht, zu einer Verbesserung der Qualität der Versorgung führt, und wo sollte man es besser nicht tun, weil es im Ergebnis nicht zu einer besseren Versorgung beiträgt. Also ich habe ein sehr klares Bild, wo ich sagen würde, eine diagnostische Maßnahme der Präzisionsmedizin, für die es am Ende heute keine Therapieoption gibt, trägt nicht zu einer Qualitätsverbesserung der Versorgung bei. Also es geht, also der Terminus technicus, den wir immer benutzen, ist Outcome. Also es geht eigentlich um verbessertes Outcome. Und wenn Sie mit Ärzten reden, da finden Sie auch keinen, der sagt, das will ich nicht. Also und die Patienten natürlich auch. Also Outcome heißt letztlich ein Behandlungserfolg. Geht über die Genetik hinaus. Ich vergleiche das mal so mit so einem Bildschirm. Wir haben jetzt zum ersten Mal einen Bildschirm vor uns. Man kann also Fernsehen gucken, aber ich habe relativ grobes noch Pixelmuster. Wir gucken noch schwarz-weiß. Ja, oder wir gucken noch schwarz-weiß, ganz genau. Und am Ende des Tages steht dann Retina-Display irgendwann. Mhm. Also 100% sicher. Und das ist noch ein Weg dahin. Aber immerhin, ich kann heute schon mal Fernsehen gucken. Jetzt kann man sagen, also ich finde die Auflösung blöd und schwarz-weiß mag ich auch nicht. Aber ich sage, immerhin kannst du mal Fernsehen gucken. So, das, was Sie ansprechen, ist auch, sehe ich genauso, eine Diagnostik, die nicht zu einer Behandlungsempfehlung einer brauchbaren führen kann, macht keinen Sinn. Das Problem ist aber ein anderes, glaube ich. Sie werden diagnostizieren und finden vielleicht Dinge, die Sie gar nicht finden wollten. Ja. Und das ist das eigentliche Thema. Denn auch bei einem Thema wie Krebs gehen Sie vielleicht ran und sagen, ich vermute mal, das ist ein Krebstyp XY, aber Sie finden auf einmal einen Krebstyp Z. Oder ein Muster, das Sie noch nie gesehen haben. Oder ein Muster, wo Sie sagen, da gibt es gar keine Behandlung für.
die reine Analyse des Genoms in der Sequenzierung ist ja mittlerweile verhältnismäßig preisgünstig geworden. Ist auch ein Generationenthema letztlich, ja, weil ich glaube schon auch, dass für viele ältere Leute ist das ganze Thema irgendwie schwer begreifbar, aber die Kids, sage ich mal, die wachsen auf in sozialen Medien, die wachsen auf mit Smartphones, die bekommen alle möglichen Informationen und da wird demnächst eine Technologie auf den Markt kommen, das ist ein USB-Stick, auf den werde ich drauf spucken können und dann habe ich mein Genom. Mhm. Und wenn man auch mal über das Thema Datensicherheit oder welche Veranlagung will ich wissen und welche will ich nicht wissen reden, die Kids, die werden da drauf spucken und was machen die? Ein Klick, dann ist es in Facebook. Dann steht mein Genom drin und dann heißt es, guck mal, ich bin homozygot, Entschuldigung für den Begriff, für blaue Augen wäre das nichts für uns. Ja, das ist so die moderne Anmache, hätte ich fast gesagt. Ja. Und das wird stattfinden. Also da, so, und dann habe ich diese eine Welt von diesen völlig, ich sag mal, unbedarften jungen Leuten, die sagen, ist halt so, so ist halt mein Genom und es gibt kein perfektes Genom und es gibt tatsächlich kein perfektes Genom. Jeder von uns trägt Veranlagungen mit sich herum. Wir mutieren ja am laufenden Band. Ich sage immer, Krebs ist der Preis der Evolution. Ja, wir säßen heute nicht hier, es säßen heute Einzeller im besten Fall hier, wenn es nicht Evolution gäbe. Und da haben, glaube ich, die jungen Leute viel weniger Probleme mit, also zu sagen, ja, gut, ist halt so, wie gehen wir damit um? Jetzt haben wir aber eine gesellschaftliche Diskussion, ja, weil es hat solche und solche einerseits und auf der anderen Seite habe ich Ökonomien. Und die muss man versuchen abzubilden. Und am Ende, sage ich mal, sind ja auch Sie in einer Situation, dass Sie nicht den Leuten vorgeben, so müsst ihr euch verhalten, sondern sie müssen ja auch reagieren auf das, was die Leute wollen. Und das ist ein ganz interessanter Prozess, weil das ist ein gesellschaftspolitischer Prozess, von dem wir alle noch nicht genau wissen, wie der ablaufen wird. Mhm. Es darf hier keine Verlierer geben, weil am Ende gibt es nur einen Gewinner, das ist der Patient mit einem besseren und längeren Leben.